Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Randall's Monday mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und jetzt war ich lange genug laut und wir haben eine Münze. Und die stecken wir in den Automaten. Was zum... Hey, wo ist mein Kaugummi? Hast du gerade meine Münze verschluckt? Hast du überhaupt eine Vorstellung, was ich alles durchmachen musste, um da ranzukommen? Das Scheiße. Muss er jedes Mal was das ist so unfair. Na, geht doch. Ha, ich will nur haben, was rechtmäßig mir gehört. Genau. Wir haben was. Nein! Ich dachte, das ist doof. So geht's auch. Und die Überraschung ist... Eine riesige Rolle Kaugummi. Eine Rolle extra klebriges Kaugummi. Wie lang die wohl ist. Nee. So. Okay. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Wir brauchen das Abzeichen für den Jungen. Von dem Jungen. Und der Junge wollte was Süßes haben und eine neue Pistole. Pistole, was war denn da noch mit der Pistole? War das nicht hier der Typ? Hatte der nicht eine Nagelpistole? Vielleicht geht das mit dem Magneten. Der Schlüssel zur Flucht ist in jedem Szenario in deinem Inventar? Ne. So, wir gehen mal gucken. Hier ist ja der stilvolle Nerd. Da hängt die Nagelpistole. Maßband. Nagelschießer. Wo ist er? Jetzt hat er sie gerade. Er nicht. Ach, das geht nicht. Okay, was denn? Ich sprühe mit dem Feuerlöscher runter. Warum? Darum, weil ich das will. Ich spiele hier, der sitzt an der Maus und nicht du. Mann, denn hier begegnet das Bock. Das ist mein Kaugummi und nur meiner. Ach so. Ja, dann probiere ich den jetzt mit allem aus hier. Und jetzt? Entschuldigung, mein Freund, aber ich brauche deine Nagelpistole. Verdammter Penner! Ich finde dich schon! Du wirst dich nicht mal an mich erinnern. Ja, wenn spätestens ins Abend geworden ist. Wir haben eine Nagelpistole. Das war einfach. Rumprobieren ist immer noch das Beste. Mit Logik muss man hier nicht rangehen. So. Jetzt haben wir eine Nagelpistole. Da. Na, Kleiner? Hier bitte sehr, Junge. Das ist die ultimative Waffe. Was eine hässliche Bleischleuder. Die Farbe ist scheiße und aerodynamisch ist sie auch nicht. Was? Sag noch einmal was. Ich warne dich, sag noch einmal was, Motherfucker. Hör mal, Junge. Ich hab eine Menge durchmachen müssen, um an die Knarre zu kommen, okay? Haben dir deine Eltern denn gar kein Benehmen beigebracht? Mami, der Mann sagt, du erziehst mich falsch. Was? Hey, das stimmt gar nicht. Ich hab zwar was ganz Ähnliches gesagt, aber das nicht. Liebling. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit Fremden reden. Die sind alle etwas beschränkt. Ja, Mami. Du hast sie gehört, du Depp. Verzieh dich. Die Knarre ist doof, du bist doof und deine Frisur ist auch noch doof. Mein Abzeichen kriegst du nie. Weißt du was, Lütter? Mach deinen Ballon kaputt. Was zum Geier? Du magst zwar ein Plastikabzeichen tragen, aber ich hab mehr Bums. Wow, die Knarre ist klasse. Gib die her. Ich liebe dieses Gefühl. Jetzt willst du also die Knarre haben, ja? Aber die ist gar nicht aerodynamisch. Und die Farbe ist scheiße. Nein. Na, ich glaube, die schmeiß ich einfach weg. Du bist so ein Arsch. Wer, ich? Ich glaube, du verwechselst da was, Junge. Ich bin blöd, hässlich und doof. Stimmt's? Das heißt aber nicht, dass die Knarre nicht cool ist. Ich will, dass du drum bettelst. Dann kriegst du sie. Vielleicht. Ich werde sicher nicht betteln. Gib sie einfach her. Das war abgemacht.
Na gut, hier, aber sei vorsichtig. Super! Hier, meine Wasserpistole. Hey, warte mal, deine Wasserpistole? Das war nicht unsere Abmachung. Du sagtest, ich krieg das Abzeichen. Wenn ich dir das gebe, wie sollen dann die Leute wissen, wer hier das Sagen hat? Junge, du sagtest, du gibst mir das Abzeichen, wenn du eine bessere Knarre kriegst. Hab ich nie gesagt. Ich sagte, ich denk drüber nach. Oh, du willst mich wohl verarschen. Gib mir das scheiß Abzeichen. Nö. Was willst du jetzt machen? Das wirst du schon sehen, du kleines Monster. Das wirst du schon sehen. Scheiße. Ich glaube, die war leer, ne? Lea. Wir brauchen Wasser. Wasser. Huch. Wasser. In Rendels Wohnung war kein Wasser. Aber da könnte man ja mal... Ah nee, da komme ich ja nicht hin. Da steht ja der Mariotto. Hier ist doch Wasser. Geh mal da rein. Ah, das wird nicht angezeigt. Okay. U-Bahn. Ah, da brauche ich nicht so weit laufen. Wo war noch Wasser? Hier, bei... Nee, war das bei Kleten? Ja, wo Matt gekotzt hat, da war auch noch Wasser. Du kannst ein Attribut pro Stufe steigern. Was für eine Attributen. Na? Randall, wir gehen mal rein. Da ist er ja. Der sucht immer noch sein Busgeld. Ah, guckt mal, Pfütze. Pfütze, Pfütze, Pfütze. Pistole, Pfütze. Die Pfütze ist nicht tief genug, um die Pistole darin aufzufüllen. Oben sind Toiletten, warum gehe ich nicht dahin? Ach, wir haben ja einen Schwamm. Der war im Van. Ist das bescheuert? Jetzt kann ich in die Schlacht ziehen. Ach so? Das Maßband haben wir auch. Geil, ich liebe Maßbänder. Ja, mein Kleiner. Wo geht's? Nee, hier, da. Bei Randall war das, ne? So, mein kleiner Scheiße. Rotznaserig. Schweinegesicht. Komm in die U-Bahn. Jetzt ziehen wir in die Schlacht. Ich habe gestern Zombie durchgespielt. Ich bin geschult, was das betrifft. Ist auch ein Zombie. Ein Rotzzombie. So, Wasserpistole. Junge. Au! Au! Was machst du da? Was ich mache? Ich wollte dich nur ein bisschen nass spritzen und du ballerst mir einen Nagel vor den Latz. Erst schießen, dann nachfragen. So bin ich halt drauf. Tja, die Haltung wird dich eines Tages mal in Schwierigkeiten bringen. Ah. Oh. Aua! Lass das, ja? Wollte nur sicher gehen, dass sie funktioniert. Ja, das tut sie, verdammt. Bitte, schieß nicht. Komm schon. Können wir uns nicht irgendwie arrangieren? Oh. Aua! Hörst du mal auf, mich zu beschießen? Mann, oh Mann! Warum? Das macht Spaß! Könnte ich den ganzen Tag machen, Rotzfresse! Oh, ist der frech. Ich kann schießen, warum vertragen wir uns nicht einfach? Nee. Okay, du kannst also schießen. Ja. Na klar! Soll ich nochmal auf dich schießen? Nein, nein, das reicht jetzt. Na gut. Aber weißt du, ich stehe hier direkt vor dir, also werd nicht gleich überheblich, okay? Du kannst ja noch ein Stück weiter weggehen. Ich wette, dann treffe ich dich immer noch. Nein. Schieß doch lieber mal auf was anderes. Also irgendwas, das nicht ich ist und das nicht so nah dran ist wie ich. Sodass ich einschätzen kann, ob du ein guter Schütze bist. Okay. Was hast du denn gedacht? Schieß doch mal auf das U-Bahn-Schild. Kein Problem. War wohl doch ein Problem, Halt's Maul! Wow, guck dir das an. Hast du getroffen? Na klar. Komisch, da ist gar keine Delle drin. Egal, ich hab wirklich getroffen. Okay, tja, da muss ich dir wohl einfach glauben.
Das Rote Kreuz auf der Absperrung. Meinst du, du kannst das Rote Kreuz auf der Absperrung treffen? Guck genau hin. Knapp daneben ist auch vorbei. Du sollst das Maul halten. Scheiß Schrottteil. Mach dir nichts draus, ist schon okay. Halt endlich dein Maul. Na bitte. Oh, hab grad nicht hingeschaut. Kannst du das nochmal machen? Jetzt. Gesehen? Tja, naja, das erste Mal hast du aber nicht getroffen. Aber wenn du damit zufrieden bist. Du bist doof. Für dich ist es bestimmt auch nicht schwer, den U-Bahn-Netzplan zu treffen. Für dich ist es bestimmt auch nicht schwer, den U-Bahn-Netzplan zu treffen, oder? Nö, natürlich nicht. Dann mach. Oh, verdammt. Ich kann von hier aus nicht gut zielen. Tja, klar. Daran wird's gelegen haben. Ja, ja. Schau genau hin. Hast du gesehen? Ich hab ja gesagt, dass ich das kann, du Depp. Tja, aber sogar ein Affe hätte so ein großes Ziel getroffen. Hey, vergiss nicht, dass ich hier die Knarre habe. Weiß schon, ich will ja nur andeuten, dass du vielleicht ein bisschen üben musst. Muss ich nicht. Okay, na dann. Willst du nicht mehr üben? Warum schießt du nicht nochmal auf den Netzplan? Du bist so nervig. Vielleicht schieße ich dir einfach mal ins Auge. Aber Junge, ich wollte doch nur... Ist der frech. Was ist denn jetzt kaputt? Ach nee. Gott sei Dank. Dachtest wohl, du musst niemals nachladen? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Tja, na gut. Nun stell dir mal vor, jetzt bin ich am Drücker. Ich bin am Drücker. Hey, lass das. Ich soll das lassen? Ich glaube, du spinnst. Ich werd nicht gern nass. Ah, du wirst also nicht gern nass, ja? Hör auf, hab ich gesagt. Ich sag's meiner Mami. Ja klar, die sieht so aus, als wenn sie das interessiert. Mami, der Mann ist jetzt ein ist Mami Sorger. Dran. Er hat meine Wasserpistole und jetzt spritzt er mich nass. Klar, Marianne. Aha. Ja, ja. Mami! Momentchen mal. Hörst du jetzt auf zu schreien? Ich telefoniere gerade. Aber Mami, der Mann will mich entführen. Sag noch einmal Mami. Sag noch einmal Mami. Ich warne dich, Motherfucker. Oh. Ach, Scheiße. Oh, was denn los? Mami hört dir wohl nicht zu, was? Oh, armer kleiner Scheißer. Willst du ein bisschen Wasser? Das wirst du noch bereuen. Ja, genau, das will ich. Gib mir das Abzeichen. Na los, das war so abgemacht, du kleiner Scheißer. Abgemacht? Gar nicht. Ich geb dir meine Polizeimarke nicht. Niemals. Du willst es also auf die harte Tour, ja? Aufhören! Ich bestimme hier, wenn's reicht. Und das wird erst sein, wenn ich die Marke habe. Na gut, hier ist die Scheißmarke, du hässliches, dummes Schwein. Na endlich. Warum musste das denn so schwer sein? Lass mich in Ruhe, verpiss dich. Ja, aber gerne. Machen wir. Komm, Murray. Wo war Murray jetzt? Der war, glaube ich, hier, ne? Entschuldigung, Mary. Kann ich Ihre Marke noch mal sehen, Mary? Okay, aber bleib da, wo ich dich sehen kann. Macht mich nervös, wenn ich die nicht am Mann habe. Oh, danke und keine Angst, Sie können mir vertrauen. Das ist die richtige Polizeimarke. Marys Marke. Soll ich Ihnen die jetzt gleich geben oder soll ich einfach gehen? Ich guck mal, was passiert. Halt mal, Junge, was soll das werden? Gib mir meine Marke zurück. Oh, tut mir leid. Wo habe ich nur meinen Kopf? Aha. Bitte sehr, Murray. Sehr beeindruckend. Danke, Junge. Und jetzt, wenn es dir nichts ausmacht, lass mich weiterarbeiten. Eigentlich ist das ganz schön gemein von uns, Randall.
Er ist zwar ein Trottel, aber seine Kollegen behandeln ihn auch nicht gerade sehr vernünftig und würdevoll. Und, naja, ich finde das nicht gut. So, jetzt können wir uns von dem Dieb endlich den Ring holen. Endlich. So, hier, Penner. Na, sieh mal einer an. Auch ein Penner. Wen haben wir denn da? Den Typen, der dich umlegt, wenn du dich nicht ganz schnell verpisst. Ist das so? Officer Hicks, gib mir den Ring. Welchen Ring? Den du gestern geklaut hast, du Stück Scheiße. Ich hab den Ring nicht geklaut. Ich meine, ich hab gar keinen Ring geklaut. Officer, ich... Hör auf, rumzustottern. Wolltest du mich nicht vor einer Minute noch umlegen, du dreckige Ratte? Hören Sie, ich sag Ihnen die Wahrheit. Ich habe gestern einen Ring in der Dr. Fred Edison Street gefunden. Der lag auf dem Boden. Ja, der lag da auf dem Boden, nachdem du seinen Besitzer bewusstlos geschlagen hast. Ich kenne deine Methoden, du Made. Hey, hey, hey. Glauben Sie nicht, dass das etwas zu weit geht mit den Beleidigungen? Das ist die Macht der Marke. Kann Sergeant Kramer jetzt gut verstehen. Wen? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß, du Penner. Na gut, na gut. Schalten wir mal einen Gang zurück. Ach ja? Was schlägst du denn vor? Warum reden wir nicht einfach wie zivilisierte Menschen miteinander? Willst du damit andeuten, dass ich nicht fähig bin, ein zivilisiertes Gespräch zu führen? Nein, nein, nein. Natürlich nicht. Ich was? Abschaum. Ich will keine Probleme mit euch Bullen. Ich habe eine Frau und zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss. Na klar. Mir reißt hier gleich der Geduldsfaden. Genau. Ach, kommen Sie. Ich versuche ja zu kooperieren, Officer. Was wollen Sie denn noch? Den Was Ring. Was ich noch will? Was noch? Ich will den verdammten Ring wieder haben, du stinkende Kanalratte. Bitte, ich sagte ja schon, ich will keine Schwierigkeiten. Ich habe Ihren Ring, okay? Ich sagte ja, den habe ich auf der Straße gefunden. Gar nichts Illegales. Das schwöre ich bei meinen Kindern. Das glaube ich ihm eh nicht. Dann gib mir halt den Ring, den du gefunden hast. Ich habe den im Moment nicht dabei, aber ich kann ihn zeigen, wo ich ihn versteckt habe. Das ist das Intelligenteste, was du heute von dir gegeben hast. Na denn nichts wie... Okay, warten Sie. Ich muss ihn nur aus meinem Geheimversteck holen. Was macht der Alte hier? Hast du gerade wirklich Geheimversteck gesagt? Ja, Officer. Houston, wir haben ein Problem. Ich lass mich überraschen. Ich finde ihn nicht. Der war genau hier. Das schwöre ich. Und das soll ich dir jetzt abkaufen, ja? Ich verstau meinen Krempel immer hier. Ich versteh's nicht. Tja, dann sag ich mal den Jungs, sie sollen eine Pritsche für dich vorbereiten. Liegst du gerne oben oder unten? Und ich spreche jetzt nicht von der Pritsche. Moment. Den muss jemand geklaut haben. Ja, du. Und du gibst dir nicht mal Mühe, ihn wieder rauszurücken. Nein. Tja. Deine freie Entscheidung. Verdammt! Warten Sie! Ich wurde ausgeraubt! Ich will eine Anzeige erstatten! Wie bitte? Ich sagte, ich wurde ausgeraubt! Ich! Ich glaub's nicht! Fühlt sich nicht toll an, oder? Tja, ich wurde ausgeraubt und auch noch niedergeschlagen! Aber wer konnte denn wissen, dass ich den Ring hier versteckt habe? Tja, die einzige Person, die ich herumschleichen sehen habe, war der... Oh, Scheiße. Was? Nichts. Ist nicht mehr dein Problem. Verzieh dich. Hätte wissen müssen, dass der Bastard mich übers Ohr haut. Der Alte. Nichts wie hinterher. Wo ist der hin? Wo ist der Alte hin? Es gibt zwei Gassen, wo der war. Einmal bei der Gaststätte. Da war der im Müll, in der Mülltonne. Und einmal bei Randall direkt. So. Und wir fahren mal zur Gaststätte als erstes. Hier, Seitenstraße. Ah, da ist er ja, der Hühnerschrecke. Was geht, Junge? Suchst du was? Du verdammter Bastard. Hey, kein Grund für Beleidigung. Ich werde noch mehr machen, als dich nur zu beleidigen, wenn du mir nicht mein Eigentum wiedergibst. Deins?
Ja, meins. Und hör auf zu lachen. Was ist mit dem Typen los? Der Ring ist zu seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt. Du solltest hoch erfreut sein. Verdammter verräterischer Penner. Du weißt genau, wie dringend ich den brauche. Entspann dich, Junge. Du wirst ihn nicht mehr brauchen. Du bist schon die ganze Zeit hinter dem Ring her? Was soll das alles? Aber du hast mir sogar geholfen. Du hast mir gesagt, dass du eine Art Orakel bist. Was ist los, Junge? Sag bloß, du bist doch nie ausgenutzt worden. Ach, du bist Abschaum. Aber das wusstest du ja schon. Komm schon, Junge, entspann dich. Der ganze Zorn, der dich jetzt ergreift, wird in Kürze wie verflogen sein. Nicht heute oder morgen, aber du wirst wieder lieben lernen. Du glaubst wohl, das ist lustig, hm? Ich geb mir Mühe. Meine Geduld hat Grenzen, ich warne dich. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie wird die Menschheit dann überleben? Ich hab dich gewarnt. Gib mir den Ring. Er gehört mir. Du weißt, dass er mir gehört. Au, Mann, nicht cool. Rennst du jetzt rum und spielst Zeus? Hast du geglaubt, der Ring ruiniert einem nur das Leben? Ich weiß, dass er seinen eigenen Willen hat. Das habe ich von dir gelernt, als wir noch Freunde waren. Stimmt. Aber du hast keine Ahnung, was er kann. Ja, was denn? Dieses Ding hat Ströme versiegen lassen, Gebäude einstürzen und hat ganze Zivilisationen zerstört. Wovon zum Geier redest du? Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer diesen Ring erschaffen hat oder welche Macht er verleiht. Aber er verändert seit Jahrhunderten die Realität dieser Welt und fast niemand weiß von seiner Existenz. Vergisst du da nicht was, mein Freund? Nämlich, dass es mir scheißegal ist? Er kann auch die Gedanken der Leute beeinflussen, dass die wie von ihm besessen sind. Er zwingt sie dazu, Sachen zu tun, die sie eigentlich nicht tun wollten. Er kann sogar Leute verfluchen, sie in einem Raumzeitparadox gefangen halten. Das kommt mir bekannt vor. Niemand konnte den Ring je bezähmen, aber ich bin nah dran. Bald wird es nichts mehr geben, das ich nicht tun kann. Heißt das, dass du endlich mal duschen gehst? Ich habe weit wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, sorry, Herr des Universums. Aber es ist nie eine gute Idee, die Körperhygiene zu vernachlässigen. Genau. Diese Dinge sind jetzt nicht mehr von Belang. Ah, du stinkst. Okay, red dir das ruhig ein, aber ganz im Ernst, du stinkst. Und jetzt? Oh! Ah! Ja! Zisch! Weißt du, eins verstehe ich nicht. Was denn? Wenn du den Ring schon... Ach, oh Gott, das dauert wieder. Wo fangen wir denn jetzt an? Wenn man den derzeitigen Stand hätte, ist das eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration noch auf Download setzt? Ach, nimm wir das. Fängst du jetzt an zu schweben? Ich levitiere. Ich sag ja, der Ring hat Kräfte. Ja, ist ja jetzt nicht gerade so toll. Man sieht's ja kaum. Ich levitiere, ich schwebe nicht. Da gibt's einen Unterschied. Und nur zu deiner Information, man sieht's sehr wohl. Ja, klar. Wenn du das sagst. Ich sag es, ich, der levitierende Penner. Übrigens, schwebst du schon die ganze Zeit, seit ich hier bin? Weil mir ist es gerade erst aufgefallen. Ja! Was denn? Bin halt nicht so der aufmerksame Beobachter. Mann, oh Mann. Wie ich schon mal sagte, kann man der Natur des Universums nicht entfliehen. Wo der eine nur Zufall sieht, sehe ich Konsequenzen. Wo der eine nur Wahrscheinlichkeit sieht, sehe ich Kosten. Was zum Geier redest du denn da? Bring mir die Augen des Orakels und ich gebe dir deinen Auserwählten zurück. Ich glaube, das ist ein fairer und vernünftiger Handel. Ja? Nein? Genug von deinem blöden Geschwätz. Ich dachte, du bist das scheiß Orakel. Oh. Ah, oh, Mann! Also, sobald ich...
Wenn du den Ring früher schon hattest, warum wolltest du ihn denn überhaupt loswerden? Komplizierte Geschichte. Man weiß nie, was mit dem Ding passiert. Obwohl, hast du ihn nicht auch verloren und willst ihn jetzt zurück? Willst du mich wirklich beurteilen? So hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Klar hast du nicht. Andere Leute verurteilen ist einfach, was? Aber wer im Glashaus sitzt... Hey, ich sagte ja schon, du hast recht. Was willst du denn noch? Stromschlag. Aua! Das! Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat? Aha. Wenn der Ring seinen eigenen Willen hat, wie kannst du sicher sein, dass er dich nicht auch in die Scheiße reitet? Bin ich nicht. Ich bin nur für den Spaß dabei. Ach so. Und ehrlich gesagt wird mein Leben eh nicht viel schlimmer, als es schon ist. Ach so. Stimmt. Aber du kennst den Ring. Vielleicht hat er ja schon was Finsteres für dich geplant. Und was soll das sein? Weiß nicht. Vielleicht hättest du zufrieden sein sollen mit dem, was du hattest, anstatt dich korrumpieren zu lassen. Diese Strahlen sehen nicht gerade gesund aus, weißt du. Und wenn du ihn irgendwann mal loswerden willst und es dann längst zu spät ist, um... Warum sollte es dann zu spät sein? Weil du dann vielleicht tot bist? Verstehe, was du sagen willst, aber weißt du was? Was? War klar. Sorry, wird ein bisschen länger, aber das ziehe ich jetzt durch hier mit der Fragerei. Wenn man den derzeitigen Stand der Technik bedenkt, ist es dann eine gute Idee, wenn man bei der neuen Konsolengeneration nur noch auf Download setzt? Tja. Ja? Meiner Meinung nach... Deiner Meinung nach was? Blitz. Wenn du nicht antworten willst, dann lass es doch einfach. Aber ich wollte doch. Ah, jetzt. Jetzt bist du dran, Alter. Das will ich schon die ganze Zeit. Was ist das, Junge? Willst du mir dein neues Spielzeug zeigen? Ja, und ich werde dich sehr bald grillen. Verstehe. Und warum glaubst du, dass du das schaffen könntest? Weißt du noch? Mein Spielzeug? Das verschießt Wasser. Nein! Ich komme wieder! Ja, klar wirst du das. Ring. Komm zu Papa. Puh, endlich habe ich dich, du fieser Ring. Jetzt muss ich nur noch... Warte mal. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ich auch nicht. Ich hoffe, ich muss den nur zurück im Metz Geldbeutel tun und mich dann dumm stellen, damit alles wieder normal wird. Wenn ich den allerdings in einen Vulkan am anderen Ende der Welt werfen muss, schmeiße ich ihn lieber gleich hier weg. Telefon? Geh mal ran. Randall! Matt ist tot. Was ist passiert? Matt ist tot. Sag ich doch. Er hat sich mit einer Schere in den Kopf gestochen und hat sie dann so lange umgerufen. Okay, okay, den Rest will ich gar nicht hören. Warum tut jemand nur sowas? Ich bin so alleine. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn anfangen soll. Oh Mann, tut mir leid, ich wollte gerade... Bist du beschäftigt oder so? Tja, naja, Ich brauche jetzt einen guten Freund, Randall. Ja, machen wir. Bitte! Okay, in Ordnung. Wo bist du gerade? Bin gerade im Claytons angekommen. Ach, wie praktisch. Okay, ich bin in der Nähe. Bin gleich da. Okay. Ich warte. Okay, sie muss aber noch ein bisschen länger warten. Gegrillter Penner. Wir sehen in der nächsten Folge, was passiert, wenn wir durch diese Tür gehen. Ich danke fürs Zuschauen und sag mal Tschüss und freue mich auf ein Like. Bis zum nächsten Mal.